Check gerne in der Beschreibung Instagram und Twitter, meine neuen Merch und natürlich MMOGA für Points und Game Keys aus. Mit allen Links unterstützt ihr mich. Vielen, vielen Dank dafür. Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute mal wieder zurück zur FC Barcelona B-Karriere und heute einer besonderen Folge, denn wir sind angekommen in Jahr Nummer 10, glaube ich, und damit auch Folge Nummer 10. Bin ich zumindest der Meinung, wenn das Ganze jetzt falsch sein sollte, dann ist es so, aber ich bin mir zu 99% eigentlich sicher, dass es jetzt Folge 10 sein sollte, damit Jahr Nummer 10. Und ich bin gespannt, wie wir reinstarten, denn ich habe ein großes Ziel. Wir sind zwar der FC Barcelona B, aber mein Traum wäre es, in dieser Episode einen neuen Spieler zu verpflichten, der normalerweise vielleicht beim richtigen FC Barcelona unterwegs ist, auf dem rechten Flügel. Und zwar ist das hier der Regent von Messi. 65 Millionen Marktwert, deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob das klappen wird. Wir haben 54 Millionen Transferbudget, aber vielleicht durch Verkäufe etc. kriegen wir da irgendwas hin. Falls euch übrigens die ganze Folge gefällt, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht knacken wir auf diesem Karrieremodus die 500 Daumen nach oben, würde mich riesig freuen. Und falls ihr noch irgendwas zu Ostern braucht, checkt auf jeden Fall auch gerne mal meinen Shop in der Beschreibung aus. Da gibt es, wie gesagt, Hoodies und T-Shirts. Das Design könnt ihr auch jetzt direkt einmal im Hintergrund sehen. Und dazu natürlich eine handsignierte Autogrammkarte. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und ja, dann, ihr seht, unser Kader, die schlechteste Position ist der rechte Flügel. Und genau deswegen wollen wir uns auf dieser Position verstärken. Wir haben den ersten Spieler der Saison verkauft. Und zwar unseren Keeper Ezquieta. Für 8,8 Millionen wechselt er zum Liga-Konkurrenten FC Villarreal. Der nächste Verkauf, der über die Bühne geht, ist ein relativ großer Verkauf. Und zwar José Arnaiz wechselt nach England zum FC Liverpool zu Klopp eventuell, wenn er dann noch Trainer sein sollte. 40 Millionen ungefähr, 35 Millionen haben wir davon an neuem Transferbudget. Und jetzt sollte eigentlich, ja, der Ronaldo-Wechsel tatsächlich klappen. Ich schaue mal kurz, was wir hier auf der Bank haben, was wir über außen hätten. Wir könnten hier Ruiz hinstellen, den könnten wir hier mit Morris gehen, der ist jung, der wird sich noch entwickeln. Und dann hier rechts vielleicht, wenn alles passt, natürlich der Region von Lionel Messi. Ich glaube, ich habe gerade Ronaldo gesagt, das wollte ich allerdings nicht. Ich gucke jetzt gerade mal, ob noch irgendjemand. Oder wir machen das so, holen uns links einen neuen, stellen Alenia nach vorne und De Jong nach da. Das wäre sogar noch ein wenig besser. Aber ich glaube, ich würde mit Alenia und Cuisance gerne im ZM weiterspielen. Das heißt, ich glaube, ich bleibe beim rechten Flügel. Ich hole mir einen neuen rechten Flügel bzw. einen neuen rechten Mittelfeldspieler. Und dann schauen wir einfach, was danach noch drin ist. Unser neuer rechter Flügel ist gefunden. Und zwar von Real Betis Sevilla wechselt Maximiliano Torres mit einem 86er Gesamtrating mit gerade mal 22 Jahren zu uns. Und ja, es ist der Region von Lionel Messi, kommt direkt auf den rechten Flügel und dann bin ich so jetzt eigentlich ganz zufrieden sogar mit unserem Kader, mit dem wir jetzt erstmal in die Saison reinstarten. Vielleicht läuft es auf manchen Positionen noch nicht ganz so gut, dann können wir uns immer noch verstärken und eventuell spielen wir auch dieses Jahr das erste Mal in der Europa League. Ich glaube zumindest oder ich erwarte eigentlich, dass wir gegen Admira Wacker das Ganze gewinnen und dann, ja, wenigstens die Gruppenphase der Europa League absolvieren dürfen. Die Hinrunde haben wir jetzt überstanden, vielleicht sogar recht souverän. Wie gesagt, wir waren jetzt auch das erste Mal in der Europa League und das Ergebnis hier gegen Warschau sieht recht vielversprechend aus. 68er Trainerrating sagt allerdings, ja, nichts Gutes. Wir schauen rein. Copa de España, Achtelfinale gegen Real Madrid. Das ist auf jeden Fall kein schlechter Gegner und tabellarisch leider nur Platz 8. Damit bin ich nicht ganz so zufrieden. Das einzig Positive ist, Platz 1 ist gerade mal 6 Punkte vor uns und das heißt, da müssen wir noch kein großes Drama machen. Das ist einfach ein mega geringer Abstand und das Ganze kann locker noch passen. Und jetzt schauen wir in die Champions League. Da ist Barcelona noch drin und jetzt natürlich auf die Europa League, denn da sind wir am Start und ich hoffe natürlich, dass wir uns durch die Gruppenphase gekämpft haben. Das wäre mein Ziel und dann werden wir jetzt wohl auch, wenn wir es geschafft haben sollten, das erste Spiel international selber bestreiten. Wir sind Tabellenplatz 2 hinter AC Florenz, die nichts verloren haben.
und wir danach mit 9 Punkten. Also es sieht nicht schlecht aus und ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt rein in die Rückrunde. Außer natürlich, es passieren noch interessante Transfers in der Winterpause. Da können wir nochmal reinschauen, was denn da so los ist, welche Verträge auch auslaufen von uns. Da müssen wir auch nochmal verlängern und, oh, Alenia habe ich gerade gesehen zum Beispiel. Und dann würde ich sagen, geht's ins nächste Spiel. In der K.O.-Phase müssen wir einfach mal schauen, gegen wen müssen wir denn da ran? Das können wir uns einmal schnell anschauen. Real Madrid im Pokal gegen Lazio Rom, unser erstes internationales Spiel, was wir selber spielen. Und da nehmen wir dann natürlich das Spiel zu Hause bei uns im eigenen Stadion. Okay, für uns geht es jetzt rein in unser selbstgespieltes Spiel, wie gesagt, im 16. Finale der Europa League gegen Lazio Rom. Ich könnte natürlich das Ganze auch versuchen, später hinzubekommen, nur ich habe einfach Angst, dass wir gegen Lazio Rom schon ausscheiden und dann kein Spiel international machen können. Das ist unser Kader mittlerweile, selbst die Bank komplett auf 80+. Palencia leider verletzt, der sitzt damit auf der Reservebank, aber ich bin der Meinung, wir haben eine mega starke Mannschaft mittlerweile zusammengebaut und ja, mit der Mannschaft können wir auch definitiv ein Lazio rumschlagen und ja, vor allem wenn wir selber spielen, ist das Ganze auch für uns noch ein wenig möglich. Ja, wir starten rein ins Spiel gegen Lazio Rom. Da ich einfach gerade voll AFK die Aufstellung verpasst habe, unsere Aufstellung solltet ihr kennen und Lazio Rom geht mit ein paar Spielern mit einer interessanten Formation erstmal rein, mit einer Dreierkette. Dann mit Hoffmann Papadopoulos in der Innenverteidigung. Hause, Rossi im Tor. Kischner links kennt man auf jeden Fall noch. Cataldi ist auch einer. Ich weiß nicht, ob er bei Lazio spielt, aber ich bin der Meinung, er spielt in der italienischen Liga. Denn Sergio Diaz heißt er, glaube ich, auf der 10. Meier dahinter rechts. Jahan Baksch. Und im Sturm weiß ich nicht, ob es Ambrose, Ambrose ist, wie auch immer er ausgesprochen wird. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber interessant mit Dreierkette, vielleicht können wir da gut über Konter kommen. Da hinten läuft er nämlich einfach schon mal und er kommt sogar an, Flanke an den hinteren Pfosten, das sieht gut aus, erste Chance, Hause klärt. Oh, fast Morris mit dem 1:0, zweite Riesenchance hier einfach. Schwach. Lass hier nicht überlaufen, genau das war so klar. Cessignon ist aber schnell, der kommt da nochmal ran, stark gemacht von Cessignon und dabei geht dann die Latte. Ein Glück, dass wir jetzt nicht im Rückstand geraten sind. Oh mein Gott. Was war das für ein Fehler? 12. Minute nach der ersten Chance, die gegen die Latte ging, geht jetzt Lazio Rom mit 1:0 in Führung. Ich weiß nicht, ob der Pass jetzt auf den richtigen ging. Ja, er hat ihn abgefangen. Ich wollte ihn nach ganz links spielen. Er ist einfach in dem Moment rübergelaufen, wo ich den Pass durchgedrückt hatte. Und dann fängt er ihn ab. Und dann steht es 1:0 für Lazio durch das Tor von Sergio Diaz. Und wir spielen natürlich im eigenen Stadion. Ja, das ist mega belastend. Stark gemacht von Vitinho, einer der mal Leistung zeigt und wie geil wäre dieser Schuss gewesen. Der wäre ideal im Winkel, 16. Minute und wir haben jetzt schon 7 oder 5 oder 6 Großchancen hier in dieser Partie. Kalenja, kommt nicht so gut. Teschedo hat den aber noch und alter Schwede, was macht der Keeper für Paraden? Rossi, Legende würde ich behaupten. Oh, stark, Vitinho jetzt mit der Chance und da steht es 1:1. Endlich mal die Chance genutzt, 29. Minute, alles wieder offen, das Spiel startet von neuem und hier ist der Sieg definitiv drin, da bin ich mir zu 100% sicher. Oh, Morris im richtigen Moment gestartet und der Junge ist schnell, das wissen wir. Und der Driven Shot, exzellent, wie immer im Karrieremodus. Oh, stark von Torres, 2:1. Lionel Messi, Region mit dem Treffer, 2:1 für uns. Was mir gerade auffällt, ihr wisst ja wahrscheinlich, dass Torres mein Lieblingsspieler ist. Dann hatten wir im Karrieremodus mittlerweile Ferran Torres, der auf dem rechten Flügel unfassbar stark war. Und was für ein Zufall ist es jetzt, dass der Region von Lionel Messi ebenfalls Torres heißt und dann auch noch wie unser Karrieretalent Ferran Torres auf dem rechten Flügel unterwegs ist. Also viel mehr Zufall geht, glaube ich, gar nicht.
Pass geht auf Morris, der kann mit seiner Bewegung... Dieser verdammte Driven Shot. Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube es doch tatsächlich nicht. Hundertprozentiges Tor. Jetzt aber Morris, zieh an. Lupfer über den Keeper, das kannst du eigentlich und endlich. Meine Güte, ist das ein Spiel. Aber Morris macht endlich auch seinen Treffer. 3:1, 81. Minute. Und das ist mehr als verdient. Das Spiel ist vorbei und ich bin jetzt gespannt, ja, wie wir das Rückspiel spielen werden, wie es insgesamt nachher in der Europa League aussieht. Wir gehen hier auf jeden Fall verdient als Sieger vom Platz und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach der Rückrunde wieder. Ich hoffe, wir sind nächstes Jahr wieder international dabei und vielleicht haben wir uns ja sogar durch die Europa League für die Champions League qualifiziert. Dafür müssen wir die Europa League gewinnen, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, aber vielleicht schaffen wir es ja. Okay. 11.05.2026. Wir werden entlassen aus, ja, einem Grund, den ich gerne wissen würde. Denn wir haben die Mannschaft eigentlich voll nach oben geführt. In den internationalen Wettbewerb fast sogar. Natürlich kein Champions League Platz, aber das ist ehrlich gesagt für eine B-Mannschaft auch nicht unbedingt das Ziel. Aber gut, wir werden die Karriere neu starten. Also ich werde den Speicherstand einfach mal auf den Speicherstand zurückgreifen. Aber trotzdem nervt mich das gerade ein bisschen, dass wir rausfliegen, obwohl wir so viel mit der Mannschaft erreicht haben. Beim zweiten Versuch haben wir dann alles überstanden. Wir schauen rein, wie wir dann abgeschnitten haben. Tabellarisch. Tabellenplatz 4. Sehr, sehr stark. Damit sollten wir Qualifikation für die Champions League erreicht haben. Und jetzt ist noch das Interessante, was am Start ist. Natürlich die Europa League, und da sind wir leider draußen. Viertelfinale gegen Liverpool, aber Liverpool ist auch eine echt unfassbar starke Mannschaft. Die haben danach gegen Villarreal verloren, die in der Tabelle sogar hinter uns sind. Aber im Allgemeinen bin ich doch dann mit der Saison ganz zufrieden. Das ist unser Kader mittlerweile. Torres mittlerweile rechts auf 88, damit ebenso gut wie Alenia. Ich denke, das war auf jeden Fall ein guter Kauf und dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht knacken wir die 500 Likes und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.